Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal das Hanna 20 Pro. Wir haben jetzt schon Unboxing gemacht, haben uns angeguckt, was drin ist. Jetzt gucken wir es uns nochmal an und wir werden es das erste Mal in Betrieb nehmen. Gucken, wie es das erste Mal startet, ob es lange braucht, ob es schnell geht. Und wir werden Daten von meinem Huawei P10, da wird auch bald der P30 draus, wenn ich meinen Vertrag verlängern kann, auf das Hanna übertragen. So, ich muss mal gucken. Moment. So, Entschuldigung, ich musste kurz unterbrechen. So, und jetzt gucken wir uns das Hanna nochmal genau an. Also vorne, wir sehen hier wieder komplett ohne irgendwelche Knöpfe. Wir haben hier an der Seite, das ist der Powerknopf, laut und leise. Der Powerknopf ist auch hier so in so einer kleinen Einkerbung, was ich sehr gut finde. Unten haben wir jetzt USB-C im Gegensatz zum Hanna 8X oder X8, wo es normal USB war, also Mini oder so. Und hier unten ist ein Lautsprecher. Und oben haben wir nur, ich würde jetzt sagen, hier ist irgendwas. Ich muss mal gucken, so, da könnte vielleicht ein Infrarotsensor sein oder irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben keinen Klinkenanschluss. Klinkenanschluss ist weg. So, ich mache euch mal nach unten. Und jetzt starte ich das Hanna mal. So, jetzt hat die brummt. Ah, jetzt ist das Hanna-Zeichen bunt. Im Gegensatz zu vorher, beim Achter, da war dann das Bild ganz blau mit dem Hanna-Logo und dann danach kam eine Animation. Wir sind jetzt hier Hanna in bunt und die Animation ist so. Magic, okay. So, und jetzt müssen wir es einrichten. Das werden wir jetzt auch tun. So, dafür bräuchte ich jetzt erstmal meine Lesebrille. Meine Tochter ist so nett und bringt mir meine Lesebrille, weil ich habe die jetzt wieder mal, wie immer, vergessen. So, wir werden jetzt als erstes gefragt, welche Sprache wir wollen. Ja, und da wähle ich jetzt Deutsch. So, starten. So, welche Region? Deutschland ist auch schon angeklickt. Machen wir weiter. Endbenutzerlizenz, ja, das akzeptieren wir alles. Weiter. So, SIM-Karte einlegen. Wir haben jetzt keine SIM-Karte drin. Ich mache auch noch keine SIM-Karte rein. Das werde ich dann erst in den nächsten Tagen machen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich zu hell, dass ihr das nicht sehen könnt. Überspringen. Weil ich kaufe mir erst eine Prepaid-SIM-Karte. So, jetzt fragt er, wo wir ein Backup her haben wollen. Huawei Cloud, Android-Gerät, Google Cloud Backup. Ich mache mal Huawei Cloud einstellen. So, dann verbinde ich mich. Falsch, abbrechen. Ich verbinde mich erstmal mit meiner Fritzbox. Nehmen wir das 5G-Netz. Jetzt muss ich mal schnell mein Passwort eingeben. Na, was hat er denn hier gemacht? So, jetzt hat das. So, verbinden. So, verbinden. Also wir sind jetzt verbunden. Weiter. Und jetzt sagen wir Huawei. Und wir stimmen zu. Jetzt muss ich meine Huawei-ID eingeben. Ich glaube, ich habe die noch im Kopf. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch.
Das ist auch falsch. Falsch. Abbrechen. Also das ist auch falsch. Gut. Dann weiß ich meine Daten von meiner Huawei Cloud nicht. Es kann sein, dass da ein Sonderzeichen wieder mit bei sein muss. Scheiße, nee, da müssen wir dann anders machen. Abbrechen. Ja, dann brechen wir mal ab. Zurück. Ich zeige euch das mal. Also ihr könnt dann halt hier auswählen Android-Gerät, iOS-Gerät, Huawei Cloud und Google Cloud Backup. Ich denke mal, Google hat fast jeder. Da braucht er dann einfach nur draufklicken. Nach Updates sucht er jetzt nach Updates. Also es sieht auch ganz angenehm aus, muss ich jetzt so mal sagen, vom ersten drauf gucken. Komplett Display, Kamera in der linkeren oberen Ecke. Daneben ist dann halt das SIM-Kartensymbol und das WLAN-Symbol. Finde ich jetzt so ein bisschen vom Optischen her ein bisschen ansprechender, als wenn die Kamera in der Mitte ist. Ja. Seht ihr das? Da oben. Ja, ist alles Display, bloß halt da oben dieser eine kleine Punkt. Ja. Es dauert zu lange. Versuchen eine andere Netzwerkverbindung. Was ist wie so eine andere Netzwerk? Nee, bitte warten. Daten werden überprüft. Jetzt hat das. So, jetzt muss ich meine Telefonnummer oder E-Mail eingeben. Jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Scheiße, was war denn das da jetzt wieder? Ich glaube, das war das. Hey, es war auch das Richtige. Gut. So, ich stimme zu. So, Daten werden überprüft. Kontoverbindung. So, jetzt fragt er mich, von wo will ich denn jetzt meine Daten herholen? Ja, seht ihr das? Drei Handys werden mir angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht sogar zu hell ist. Und gleichzeitig kriege ich jetzt hier auf meinem Huawei eine Nachricht von Google halt, dass ich mich angemeldet habe oder dass sich jemand auf mein Konto angemeldet hat. Wir haben einmal die Anker X im Wohnzimmer stehen, also steht hier Anker X Wohnzimmer, die Sicherung, und dann, die ist vom 8.4.2018. Dann haben wir Huawei P10 Sicherung vor 3 Stunden, HANA 8X Sicherung vor 1 Minute. Dann, aber ich nehme mal das vom P10. So, da sagt er mir, wir haben 243 GB auf dem Smartphone zur Verfügung. Es werden 110 Apps runtergeladen, 240 Kontakte. Die Anrufliste sind 341 KB. Google Kalender, Google Kontakte, Google Fotos, Google Mail. Ja, und WLAN-Einstellung, weil der speichert ja auch meine WLAN-Passwörter und sowas alles. Habe ich alles so eingestellt, dann, wenn ich irgendwo hinkomme, wenn ich mein neues Handy mache, kann ich mit dem jetzt praktisch zu meiner Mutter fahren und dann meldet sich das automatisch bei meiner Mutter im Netzwerk an, weil das in meinem Konto gespeichert ist. So, und da könnt ihr das dann mal sehen. Aber ich denke mal, das wird zu, das ist zu hell für euch, das Display, denke ich mal. Ja, und dann sagen wir einfach mal wiederherstellen. Wiederherstellung. Du kannst. Scheiße, jetzt wollte ich euch die Nummer noch vom Honor sagen. Y noch irgendwas ist die Modellbezeichnung. Wie die Herstellung läuft. Seht ihr das? Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern. Da würde ich jetzt auch hier erstmal einen Cut machen und das Honor wiederherstellen lassen. Und dann sehen wir uns gleich mit einem wiederhergestellten Honor. Und dann können wir uns das mal angucken und dann werde ich mal ein paar Apps öffnen und gucken, wie das läuft,
Und dann werde ich das Honor auch eine Weile benutzen. Ich werde danach meine SIM-Karte noch aus meinem Huawei rausmachen und ja, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir haben jetzt das 120 Pro geladen und gleichzeitig hier übertragen lassen. Jetzt sucht er wieder nach Updates. Google. Akzeptieren. Einen Moment bitte. Stimme zu. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Damit es mit der Stimme klappt. So, beenden. So, Designs und so bei Honor anmelden. Also bei Huawei. Ich bin aus Versehen. Das ist, weil dieses SwiftKey-Ding an ist. So. Quatsch. So, aber ich habe immer noch nicht das Passwort. Kann nicht klappen. Falsche E-Mail hatte ich. Ich habe jetzt in meinem alten Handy noch mal geguckt. Jetzt sollte dann aber klappen. Passwort. Darf keine ungültigen Zeichen enthalten. Ach ja. Ich komme immer beim SwiftKey drauf. ID oder Passwort falsch. Na. ID oder Passwort falsch. ID oder Passwort falsch. Ah, seht das. Jetzt hat es geklappt. Eins von den 6 Passwörtern ist er doch meistens. Jetzt warte ich hier noch auf meinen Bestätigungscode. Code abrufen. Da ist er schon. Also das finde ich gut. Das ist bei Huawei und Honor hier gut gelöst, dass er dennoch abgerufen wird. Dass so. Das ist falsch, das ist nicht falsch. Ach doch, ist falsch. So, jetzt aber. Cloud-Konfiguration. Kalender wollen wir sichern. Kontakte, Notizen, WLAN. Galerie nicht. Also das empfehle ich euch auch, wenn ihr das macht. Der Honor Cloud-Speicher ist echt gut. Ihr könnt dann, wenn er, beziehungsweise Huawei, könnt alles wieder zurückholen. Aber wenn die Galerie mitgemacht wird, dann ist der Speicher ziemlich schnell voll. Und das ist dann sehr von Nachteil. Ich habe bei meinem schon den Speicher, also die Galerie gelöscht und so, und trotzdem ist das immer noch voll. Irgendwie, ich weiß es nicht, habe ich über PC gemacht. Und zustimmen, alle Dienste aktivieren, teilnehmen, Aktivierung fortfahren. So.
Kontakte synchronisieren. So. Das Bild kann ich euch mal zeigen. Also eigentlich sieht das bei mir so aus auf dem Hintergrund. Also das ist mein Huawei PC und das ist meine Frau und meine Tochter nach der Geburt. Und hier sieht es jetzt so aus. Also ein bisschen rangezoomt. Und wenn ich dann jetzt die Tastensperre rausmache, sieht es so aus. Da müsste man gucken, dass man das vielleicht noch irgendwie anpassen kann. Vom ersten draufgucken jetzt, die Icons sehen ziemlich klar und deutlich aus, also von der Grafik jetzt her. Ich sehe keine Kanten oder irgendwas dergleichen. Ist auch, funktioniert auch ziemlich schnell, wenn ich hier hin und her blätter. Die Icons sehen auch sehr schön aus. Seht ihr das? Ich kann auch, was ich wiederum geil finde, ist, wenn ich habe ja was gekauft bei Honor, also bei Huawei. Ich werde euch mal ein bisschen näher ranholen. Ich habe mir ja ein Design gekauft, weil das mit dem Update ist das jetzt weiß bei mir gewesen. Und das wollte ich nicht weiß haben. Ich will es schwarz haben, wegen energiesparend und am besten schwarz mit blau. Und da habe ich, weiter zustimmen. Okay. So, und da habe ich mir mein eigenes Design gekauft. Einstellungen. Ne, wollen wir nicht. So, ich mache mal meinen Namen weg und mache meinen Spitznamen rein hier. Ändern. Deutsch, Deutsch, Deutsch ist okay. Sprache Deutsch ist alles okay. Profilbild auch okay. So. Meine Designs sind keine Designs da. Es kann sein, dass das vielleicht nicht mit dem Honor kompatibel ist. Also mit dem 10er, 20er. Ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Bei dem 8er hat es super funktioniert. So, und hier, das ist halt cool, ihr könnt jetzt hier die verschiedenen Einstellungen machen. Ihr müsst euch jetzt, wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, der Hintergrund von dem einen Design gefällt euch und von dem anderen die Icons und der Startbildschirm von dem anderen, könnt ihr das hier komplett kombinieren. Ihr könnt halt die Icons nehmen, die vorgefertigt sind oder, Entschuldigung, so. Oder halt ganz viele andere Icons, die euch zur Verfügung stehen. Oh, mein Akku, Moment. Ich habe mal schnell den Akku gewechselt. So, und dann sieht er zum Beispiel so aus. So mit goldenen Icons. Ja, da seid ihr komplett unabhängig. Ihr könnt euch das so anpassen, wie ihr das wollt. Oder wir nehmen jetzt mal dann hier noch. Ja, zum Beispiel, wo die Uhr denn so schwarz-grau ist. Ja, und der Telefonhörer unten grau mit grün oder halt jetzt die Uhr dann halt grau-blau und der Telefonhörer, so wie ihr ihn kennt, grün. Aber hier ist halt ein anderes Grün, also da seid ihr komplett. Aber meine wurden jetzt hier nicht anpassen. Meine wurden nicht übernommen. So. Huawei Care, weiter zustimmen, Germany, deutsche Version, ja. Auf Standort zugreifen, zulassen. So. Live-Chat, Service-Center. Aktualisieren.
So. Haben wir bei Huawei Care jetzt auch angemeldet. Jetzt gucken wir mal rein. Einrichtung läuft. 26 Apps verfügbar. Ne, Booking wollen wir nicht deinstallieren. Also hier werden noch Haufen Apps installiert, die ihr nicht braucht. Ein Haufen, also Booking jetzt zum Beispiel. Das war bei meinem Samsung auch mit drauf. Damals. SwiftKey wird aktualisiert. Aber die SwiftKey-Tastatur nehme ich dann wieder raus. Ich werde dann wieder ganz normal meine normale Tastatur, die Google-Tastatur nehmen. Finde ich besser. Ich mag das mit dem SwiftKey nicht, mit diesem Rüberswiften. Ne? Das ist nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht meins. Wer damit klarkommt, gut und schön, aber meins ist es jetzt nun nicht gerade. So, jetzt machen wir mal Hintergrund anpassen. Galerie, haben wir natürlich nichts drin. Können wir jetzt gar nichts anderes nehmen. Google Feed, Layout 4:6. 5:5 können wir und 5:6. Aber ich lasse hier einfach 4:3. Layout sperren wollen wir nicht, automatisch ausrichten wollen wir auch nicht. Das haptische Feedback finde ich gut. Das ist hier schön straff. Das ist halt, wenn ihr was drückt, das dann vibriert. Und ich habe hier nicht das, was ich in meinem Huawei habe. Da vibriert es ständig, wenn ich irgendwo aus einer App rausgehe, aber kräftig. Hier halt nur ein bisschen, nur ein kleines haptisches Feedback, so wie es sein soll. So, und jetzt gucken wir mal rein. Einstellungen, was das hat. So, über das Telefon. Also wir haben jetzt hier nicht mehr Emmy drauf, wir haben Magic drauf, sagt er mir. Also das sieht dann jetzt so aus. Ja, Magic. Okay, Magic Version 2.1. Android Version 9. Also hier, wenn wir dann ein paar Mal aufdrücken auf Android Version, kommt halt das mit dem P. Dann können wir halt hier. Ja, ist halt bei jeder Android Version was anderes. So, über das Telefon, Balder Number, Magic. Okay, Emmy. Ne, geht hier ja nicht. Ist ja nicht mehr Emmy. Wir haben 8 GB RAM. Wir haben eine Auflösung von 2340 zu 1080. Der Android-Sicherheitspatch, der drauf ist, ist vom 5. Juli 2019. Der Telefon hat 238,57 GB frei. Insgesamt hat es 256 GB. Wir haben einen Huawei Kirin 980 Prozessor drin. Ja, die E-Mail ist eigentlich uninteressant. Ja, also gibt es wohl Emmy nicht mehr. Da haben sie MUI oder wie das heißt, weggenommen. Akku ist bei 98%. Akkustatus wird geladen. Ne, wird jetzt nicht geladen. So, dann gucken wir uns mal die Kamera an. Ach, meine Apps kommen jetzt nach und nach wieder. Seht ihr das? Der hat jetzt schon YouTube Studio und mein Spiel hier drauf.
Ja, das spiele ich gerne. Also wenn ich auf Klo bin oder wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, ja, dann spiele ich das. Okay. Spielen. Ich glaube, ich fange hier wieder von Null an. Das wurde nicht bei Google gespeichert. Ah, doch, hier. Google anmelden, Microsoft anmelden, anmelden mit Google. Swift, ach nee, deswegen SwiftKey. Zulassen. Ja, ich fange wieder bei Null an. Aber das ist egal. Das ist egal, ob ich da bei Null anfange. Also wenigstens teilweise ein bisschen leichter. Jetzt zieht er gerade, jetzt ladet er auch schon die Oral-B-App runter. Hier, das kann weg. Fortnite kann weg. Brauchen wir nicht auf dem Handy. Ja, also der holt hier wirklich alles wieder. Ja, das läuft schon, das läuft ganz flüssig und auch schnell, muss ich sagen. Die Icons sehen sehr gut aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ob ich euch das vernünftig zeigen kann. Also da. Farbe ist auch okay. Und wir sind gerade mal, ach, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Jetzt mach ich mal. Oh, Leute, guckt euch das an. Jetzt habe ich volle Pulle. Ja, das ist extrem hell. Da können wir auf jeden Fall. Also bei meinem Huawei P10 muss ich oft volle Pulle machen. Hier reicht. Reicht dicke, ganz, ganz dicke die Hälfte aus. Die App-Galerie von Huawei haben wir auch mit bei. Zeigt er uns auch an, 6 installieren, 6 App installieren, welche will er installieren? Huawei, ah, der Huawei Store hat ein Update, Wetter hat ein Update, Squid-Nachricht, keine Ahnung, was das sein soll, Solitär hat ein Update. So, jetzt will ich aber mal das Wetter wissen hier, wie das hier aussieht. Ja, das kenne ich, das ist genau das gleiche wie von Huawei. Also, sieht genauso gleich aus, die gleiche App. Da hat sich nichts geändert. Ich finde es gerade geil, wie leicht und wie schnell das flutscht. Und wie schnell das aufgeweckt ist. Okay, Google. Wer bist du? Ich bin dein Google Assistant. Wenn du mit mir redest, antworte ich auch. Okay, Google. Erzähl mir was über Katzen. Laut Wikipedia, die Hauskatze ist eine Unterart der Wildkatze und der. Erzähl mir was über Kühe. Funktioniert auch sehr schnell. SMS an Mutti. Mutti eine SMS schicken, gern. Wie lautet die Nachricht? Nur ein Test. Die Nachricht lautet nur ein Test. Möchtest du sie senden oder ändern? Senden. Nachricht wird gesendet. Die Nachricht wurde nicht gesendet. Ja, weil ich keine Karte drin habe. Also selbst das, selbst der Google Assistant läuft wesentlich schneller als auf meinem Huawei P10. Meine Apps und Spiele. Der ist immer noch am Updaten und am Downloaden. Also läuft richtig flüssig, richtig schnell. So, jetzt bin ich mal gespannt bei den Fotos. Wo haben wir denn hier die Kamera? Da unten. Oh, schon wieder diese komische Kamera.
Software meine ich. Ich mag das nicht. Ich finde es schöner, wenn man in der Kamera selber umschalten kann, aber jetzt immer mit unten mit diesem Balken und dann kann man da auswählen, was man haben will. Also mir persönlich gefällt das jetzt nicht so. Ich habe beim Huawei P10 zum Beispiel die alte Kamerasoftware viel cooler gefunden. So, Auflösung. Wir haben jetzt eine Auflösung von 12 Megapixel. Wir können aber hoch bis 48 Megapixel. Oder 48, also All Ultra, noch irgendwas. Machen wir das doch gleich mal. RAW-Format. Geht nicht. Okay. So, zurück. Und dann switchen wir mal die Kamera um. Objektiv, ach hier. Objekte erkennen. Unterstützung. Start. So, der soll jetzt Objekte erkennen. So, jetzt zeige ich meinen Huawei P10 hingehalten und er zeigt mir an ein Samsung Galaxy. Okay. Wir nehmen mal, was nehmen wir denn? Oh! Er hat meine Tischdecke wiedererkannt. Also die linke da mit dem Blumen. Na, Juna? Ist nicht die haargenau die gleiche, aber fast. So, wartet mal, jetzt müssen wir mal. Also, das ist ja eine Spielerei. Das ist ja was für ein Papa. Jetzt gucken wir mal. Ich habe ja noch für das Assetto Corsa, was jemand abkaufen wollte von mir. So, das machen wir jetzt einfach mal. Ah, dann sieht man Vierecke auf der Kamera. Also das will er jetzt gerade nicht. Weil der erkennt natürlich kein Muster jetzt bei der Hülle. Wenn wir jetzt mal nur das PlayStation-Logo nehmen hier oben. Wartet mal kurz. So. Meine Tochter kann nicht schlafen. So, jetzt habe ich von Vital Body hier das Maßband. Das erkennt er jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Gehen wir auf Foto. So, jetzt hat er was erkannt. Aber irgendwelche Schilder. Na, ist ja nicht schlimm. Also es funktioniert teilweise. Mal gucken, das muss ich dann mal gucken, wie dann. Achso, den Korb hat er als Strick erkannt, okay. Jetzt versuchen wir mal noch mit der Wasserflasche. Da hat er. Ja, Persil und so. Oder ne, Pack. Ja, das hat er mir erkannt. Ja, aber schon mal cool, dass es so was gibt. Also kannte ich so noch nicht. QR-Code ist mit eingebaut. Übersetzung. Oh, das können wir ja mal machen. Übersetzung.
Ja, das spiegelt alle zu sehr. Das muss ich dann mal so testen. So, jetzt gehen wir einfach mal normal auf Foto. Jetzt gehe ich auf Video. Und die Auflösung bei Video, das höchste ist 4K mit 30 FPS. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist dann 16:9. Ich mache mal lieber Vollbild 30 FPS mit 1080p. Das frisst ja nicht so viel Speicher. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich denn jetzt hier meine Kamera wenden? Achso, da unten war das. So, wenn ich da bei Video drauf bin, kann ich... Machen wir 1080p Vollbild und Foto 32 Megapixel 4:3, 1:1 mit 24 Megapixel, Vollbild mit 20 Megapixel. Machen wir ein Vollbild. So. Oh, dann sind wir komplett voll drauf. Also über den ganzen Bildschirm. Und dann haben wir auch nicht unten. Seht ihr das? Ja, also das ist die Kamera. Ja. Dann haben wir auch nicht unten schwarz. Das finde ich saugeil. Und wenn ich mir jetzt so die Qualität vom Bildschirm angucke, wenn ich mich selber sehe. Spiegeln ein, spiegeln aus. Aus. Also man kann auch Spiegeln anmachen, okay. Also der Auslöser ist sehr schnell. Jetzt mache ich mal mein Assassin's Creed Bild. Der erkennt auch gleich das Gesicht von ihm. Jetzt gucken wir mal bei Shoppen nochmal. Übersetzen, Shoppen. Gucken, ob er das erkennt. Der hat genau das Bild gefunden. Und auch andere Bilder. Aber der erste Treffer ist das Bild. So. Zulassen, fortfahren. Immer. Funktioniert echt geil. Also muss ich schon sagen, also die Hut ab. Funktionsempfehlung, machen wir mal an. Dann kann er mir ein bisschen was empfehlen. Ja, das kennen wir auch, wenn wir einfach so auf dem Bildschirm runterwischen, also hier einfach zack, ja, dann kommen wir zu den Apps, die wir als letztes verwendet haben. Also das ist im Prinzip genau so wie das P8, 8X aufgebaut vom Menü, so wie das Huawei aufgebaut ist. Nur, dass es viel, viel schneller ist. Und optisch. Also optisch sieht es geiler aus. Also die Apps, die Icons, die Grafik sieht um Längen besser aus. Und auch die Haptik finde ich von dem hier sehr schön. Das ist hier nämlich so abgerundet. Ja? Also ich habe jetzt hier kein Case drum und hier war auch kein Case mit bei. Ich weiß nicht, wenn man es kauft, ob da ein Case mit bei war. Bei dem war ja, bei meinem Huawei, da war ja hier das Case mit bei. Ja, seht ihr das? Und beim 8X war auch das Case mit bei. Also es ist nur so durchsichtig, aber ganz egal. Es ist jedenfalls mit bei und ich denke mal, wenn man es kauft, ist hier auch ein dünnes Case mit bei. Denke ich mal. Aber so Haptik bin ich echt schwer begeistert. Ich werde das jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit benutzen, testen. Ja, meine Tochter. Und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Das war jetzt erstmal nur so hands-on, erster Eindruck, keine Ahnung, erst mal angucken. Und da hat es mich schon mal überzeugt. Also ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Das als kleine Randbemerkung, das Huawei P30 Pro habe ich heute eine Nachricht gekriegt, zum besten Smartphone des Jahres gewählt oder allgemein zum besten Smartphone gewählt.
Wenn ihr das lesen wollt, bei mir auf dem Telegram-Kanal, Odins Test, da kommen immer so eine Infos auch über Huawei, über Honor und so. Da seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich bin jetzt weg. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.